Das ist mein erster Tag ohne Christian. Mein Schatz Christian ist nach Deutschland gefahren, arbeiten, und ich leider habe vergessen zu filmen morgens, weil morgens war erster Morgen ohne Christian, melken und alle Tiere füttern und alles erledigen, und das war viel, viel Arbeit. Habe ich dann ganz vergessen, dass man das eigentlich filmen soll und dann dem Christian das Video schicken. Weil hier ist alles in Ordnung soweit. Jetzt ist schon fast Mittagszeit. Mein erster Mittagessen ohne Christian. Das ist sehr, sehr traurig. Wir sind alle traurig. Stjopuchka, komm, bist du sehr traurig? Stjopka ist sehr traurig. Der sitzt immer nur beim Auto, beim Christians Auto, was nicht da ist. Und ist traurig, dass Christians Auto nicht da ist und dass Christian nicht da ist. Aber sonst ist hier alles in Ordnung. Ich gucke, dass ich Gemüseloch immer nachts lufte. Das ist, war ja nur eine Nacht bis jetzt ohne Christian. Guck immer, dass Kaninchen haben genug Zucchinis und Gras hat mein Schatz noch gestern geschnitten. Zucchinis, Korn, Wasser, Meerrettichblätter und andere Blätter. Ja, und was ich jetzt noch machen muss, auch leider ohne Christian, hier trockne ich noch Blätter für Tee, aber was ich leider machen muss ohne Christian, ist jetzt schon Mais ernten. Hier trockne ich solche Blätter für Tee, zeige ich, so sehen die aus. Das sind solche Maulbeer oder wie die heißen, Maulbeerblätter für Tee. Wie mache ich das mit dem Mais? Ich nehme mir eine Axt. Die Schüsselchen nehme ich mir für ein paar Mais, vielleicht zum Essen, für Mittagessen. Ich nehme mir eine Axt und ich tue die Maiskolben in eine Kiste. Und die Blätter, die ganzen Pflanze, die ganze Pflanze, die tue ich dann den Ziegen bringen. Alles ohne mein Liebling ist nicht so einfach, aber muss. Hier habe ich mir ein paar Kisten versteckt im Mais. So sieht mein Mais schon aus. Höchste Zeit, weil die Vögel haben, ich sehe schon jede Kolbe angefressen. Da könnt ihr das sehen, die haben... Da, wo es offen ist, schön geklaut. Das machen die Vögelchen. Mäuse kommen nicht so weit hoch. Ich nehme jetzt die Axt und ich mache das jetzt noch schnell vor dem Mittagessen. Das noch schnell vor dem Mittagessen. Und dann mache ich mir auch was zu essen. Ohne meinen Schatz hat man nicht so viel Appetit. Bienen hat mein Schatz alles vorbereitet, alles versorgt, hat für Winter schon Zucker gegeben. Alles hat er schon gemacht. So, ich fange hier an von hinten, von den letzten Maiskolben. So, erstmal abmachen, abernten in die Kiste und dann die Pflanze abhacken und dann zeige ich euch weiter, wie das aussieht. Zeige ich gleich, wenn ich so paar Sachen gemacht habe, dann zeige ich euch. Das heißt, da sind schon wieder ein paar Himbeeren reif. Ich muss wieder sammeln. Gurken haben wir schon fast abgesenzt. Da ist nichts mehr. Schwimmbad ist schon zu kalt. Herbst ist da. So, rote Beete sind auch weg. Da sind nur am Anfang solche paar, die sehr, sehr noch klein waren. Die habe ich noch gelassen, weil die nehme ich immer für frischen Borscht. Jeden Tag. Okay, ich fange an und zeige euch dann ein bisschen später. So, leider nur das habe ich geschafft, weil ich jetzt Unterrichte habe, ganz viele heute. Also dieses, das kriegen jetzt die Ziegen. Und diese Kiste kommt dann für uns zum Essen oder für die Hühner. Aber das muss ich jetzt noch zu den Ziegen bringen und dann haben wir schon Unterrichte. Und das ganze Rest muss ich dann andere Male morgen weitermachen. Schade, mein Schatz ist nicht da. Und ohne ihn ist schwer, das alles zu tragen. Aber muss. Mika! Mika!
Tinka, was machst du denn heute? Was denn? Was denn? Mitka.